Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir haben ein weiteres Interview heute im Rahmen unseres Kongresses Berge versetzen und Wunder wirken. Und bei uns ist heute Anja Richter. Herzlich willkommen, Anja. Hallo, schön, dass du mich eingeladen hast. Ja, sehr gut. Du bist ja immer eine wunderbare Inspiration. Anja, du hast ein Unternehmen namens Wirklich Sein und in dem bietest du Bewusstseinsschulung und spirituelles Coaching. Und ja, unser Thema heute, wie immer, Wunder, Wunder und Berge versetzt. Anja, was ist für dich ein Wunder? Ein Wunder. Also ein Wunder ist für mich einfach eine Bestätigung. Eine Bestätigung, wenn du so willst, meines höheren Selbst. Eine Rückmeldung, und zwar eigentlich wirklich eine simultane Rückmeldung darüber, ob ich in Ausrichtung auf die Wahrheit war und bin. Und es ist wirklich, für mich ist es wirklich einfach echt eine Bestätigung. Also sowas wie ein Feedback-Mechanismus. Genau. Oh wow, das Und finde ich eine zwar spannende wirklich Definition. Ja. simultan. Wir merken es in der Zeit, ne? Manchmal erst dann, wenn wir wirklich dafür bereit sind, das Wunder auch anzunehmen. Aber es ist wirklich eine simultane Rückspiegelung in der Wahrnehmung dessen, was ich wirklich wahrnehmen wollte. Und das funktioniert auf der Ego-Ebene natürlich genauso. Ne? Nur dann ist es eben, das Wunder ist ja quasi, den Wechsel zu bemerken und zu bemerken, dass es wirklich, dass wir immer genau das erfahren, was wir erfahren wollen. Und das Wunder ist, dass wir das wieder bemerken, ja? Dass wir auch diese Rückspiegelung wahrnehmen und bewusst wahrnehmen und uns eben auch dafür zuständig fühlen. Ja? Hast du da ein Beispiel, was du erlebt hast in die Richtung? Ach ja, zum Beispiel habe ich ja jetzt heute gerade ein neues Video auf YouTube gestellt, veröffentlicht, und die Arbeit an diesem Video, die war unglaublich. Man muss sich das vorstellen, ich habe da mit unglaublich vielen Musikstücken das unterlegt, und die habe ich mir vorher zusammengesucht. Und als dann alle Bilder und so weiter standen, habe ich dann diese Musikstücke da untergelegt. Ne? Und das waren über 30 Stück, und ich meine, das ganze Video ist nur eine halbe Stunde lang. Ja? Das heißt, ich musste auswählen. Und ich habe nur gedacht, das kann ich nicht. Ich kann aus 30 Stücken, woher soll ich denn wissen, welches Stück jetzt zu welchem Satz am besten passt, ne? Und ich hab nur gedacht, so, also ich kann es nicht. Ich gebe mich jetzt hin, dass irgendwie, dass das wirklich so orchestriert wird, wie es wirklich für alle am höchsten und besten ist, und ich möchte nicht wissen, wie. Und ich klicke ein Lied nach dem anderen an, Kendra. Und ich bin mehrmals vom Stuhl aufgesprungen, weil es mich nicht auf dem Stuhl gehalten hat. Es war unglaublich, wie perfekt diese Musikstücke zu dem passten, was ich da gerade sagte, und zu den Bildern. Und dann kam der Paukenschlag und das Crescendo ging hoch. Und ich dachte die ganze Zeit, was passiert hier? Das hätte ich nie im Leben so hingekriegt. Ja, ich musste Oh, mehrmals wow. stoppen, weil ich dachte, das gibt's jetzt nicht. Danke, 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 ja. Es hat wirklich so einen Riesenspaß gemacht, und ich habe wirklich diese simultane Wirkung gespürt. Ich hab einfach irgendwas angeklickt. Ich bin wirklich gefolgt, ja, mit meiner Hand an der Maus die Lieder runtergeklickt, und ich dachte jedes Mal, unglaublich. Das lässt sich wirklich ne, mit dem Denkapparat hier und so weiter nicht erklären. Aber wir sehen es einfach, wir bemerken es, wir können uns dem nicht mehr entziehen, ja, dass wir merken, ja, okay, ja, das ist das, was ich wollte, ja, okay, warum staune ich eigentlich jetzt noch so drüber, ja? Warum wundern wir uns eigentlich immer noch so über die Wunder? Also so, da kommt mir, naja, weil also das ja auch so ein Kontrast ist zu unserer menschlichen Erfahrung, in der es halt oft viel Arbeit ist und mühsam, ne? Und also da kommt mir einfach ein Staunen darüber, wie wunderbar alles orchestriert ist, wenn wir
uns da mal raushalten. Genau. Genau, und das ist es, ne? Ich meine, dieses Video, ne, mit einer halben Stunde, ja, das hat über 30 Stunden gedauert, bis dieses Video wirklich zusammengestellt war, ne? Aber es war eben nicht anstrengend. Es war die pure Freude, ja. Ich habe so viele Stunden am Tag mit diesem Video verbracht, ja, vor dem Computer und so weiter. Aber es war so eine Rieseninspiration, ja. Ich war komplett aufgefüllt und angefüllt damit, ja, obwohl es natürlich wie Arbeit aussieht, ja, aber es war so belebend und inspirierend, und das ist es, ja, ich mache das wirklich für mich und für den einen Geist, weil ich meine, diese Freude ist dann in dem Moment, ja, auch in dem einen Geist, und das transportiert sich, ja, und was dann letzten Endes mit dem Video passiert, wenn das dann veröffentlicht ist, ja, das ist überhaupt nicht, das ist gar nicht der, in dem Moment, in dem ich diese Freude bin, ja, es geht es einfach nur um diese Freude und um diesen Moment. Ja, und das muss nie veröffentlicht werden. Ich habe zwischendurch wirklich gedacht, ja, ich glaube, das veröffentliche ich nicht. Ne? So. Das war nur für mich. Ich habe mein komplettes Buch geschrieben und es nie veröffentlicht. Ja? Das liegt immer noch in der Schublade. Weil es einfach für mich in dem Moment auch klar war, nein, das habe ich wirklich für meine Transformation geschrieben. Das habe ich wirklich dafür geschrieben und es ist in dem einen Geist. Alles, was da rein sollte, ist jetzt passiert. Mhm. Ja, ich finde das wirklich immer wieder, es war für mich auch spannend zu sehen, dass ich dann ab irgendeinem Punkt wieder wusste, ah ja doch, das wird veröffentlicht. Ja, so. Aber da einfach mitzugehen und keine Erwartungen dran zu haben. Ja? Du hast es einfach komplett offen gelassen. Genau. Ja, das ist das, was... ja, wo das Tun wirklich einen höheren Sinn hat und einem höheren Impuls folgt und sich wirklich mehr wie ein, ja, wirklich wie ein Folgen anfühlt, dass eben dadurch, dass man einer Spur folgt, die ja schon sozusagen da ist, sich nicht mehr anstrengend anfühlt. Ne? Das finde ich auch gerade sehr spannend. Da kommt mir der Gedanke, Anja, ob... wir einfach wirklich das so völlig falsch verstehen, worum es geht. Ich meine, das wäre ja jetzt nicht wirklich überraschend, ne? Aber ich bin gestern aufmerksam geworden auf ein neues Buch von der Christina von Drein. Das ist ja diese junge Frau aus der Schweiz. Mhm. Und ich habe nur hinten den Klappentext gelesen oder das, was hinten auf dem Buchrücken steht. Und schrieb sie, wenn, also dass gerade das Wichtigste sei, unsere Schwingung hochzuhalten und wenn nur, also wenn eine gewisse Anzahl von Menschen auf der Welt nur für einen Tag mit ihrem Leben zufrieden wäre, würde das ausreichen, um die komplette Negativität im ganzen Außen zum Verschwinden zu bringen. Sie sagt, alles könnte sich ändern von einer Minute auf die nächste. Und also so, was du mir beschreibst, wo mein Geist dann auch hingegangen ist zu, ja, aber Anja, es ist doch schade, wenn das Buch nicht auf den Markt kommt, ne, habe ich gerade gemerkt. Oder, ja, aber Anja, wieso zweifelst du daran, dass dieses Video veröffentlicht wird? Also wenn du so im Flow bist und so inspiriert, natürlich wird das doch dann auch veröffentlicht. Und ich dann aber so kam, und was ist, wenn der höchste Gottesdienst, jetzt ein bisschen kitschig formuliert, darin bestanden hat, dass du diese Freude gefühlt hast? Exakt, weil das hat sich schon verteilt. Weißt du, für diesen Moment, der ist ja ewig. Ja, der ist ja wahr. Und der verteilt sich schon im Publikum. Und wenn ich das noch sozusagen teile, dann ist das für mich fast noch so ein Goodie obendrauf. Ja, das ist das vielleicht das Tüpfelchen auf dem I. Ja, aber das I steht schon. Ja, und dann kann man auch wirklich merken, was man dann vielleicht noch für Anhaftungen hat, ne? Oder ein Investment an ein Ergebnis. Ja, so, keine Ahnung, wie viele Leute das sehen, wie viele Leute das mögen, wie viele Leute das inspiriert und so weiter. Und dann bin ich im Außen, dann bin ich, ja, da kann man einfach bei sich selber gucken, was für eine Qualität dann vielleicht noch mit dabei ist, ja. Und letzten Endes geht es wirklich, diese eine Freude, die da gefühlt wurde, ja, auch wenn ich äußerlich und physisch allein war, ja, aber ich war nicht allein, weil ich bin Teil dieses einen Geistes und meine Freude verteilt sich sofort, ja, wie ein Farbtropfen in diesem Eimer.
Ja. Und ja, das ist was ich dann fühlen kann und was dann noch wieder zurückkommt und was mir dann vielleicht auch gesagt hat, hey, das veröffentliche das mal, ja. Also das finde ich gerade wirklich eine ganz tolle Inspiration. Danke, Anja. Ich merke gerade, da findet eine Korrektur statt. Ne, raus aus diesem, wir denken immer, was wir tun, ist ja das Wesentliche. Und wir gucken ja nicht darauf, wie wir es tun. Ne, mit welchem Gefühl. Und ich habe neulich so einen Moment gehabt, wo mir auch kam, dass es ja immer darum geht, in der Liebe zu bleiben und dass ich ja nur denke, dass ich in den Supermarkt gehe, um da Lebensmittel zu kaufen, dass ich aber eigentlich dahin gehe, um halt Liebe zu empfangen und zu geben und dass das in jeder Situation ist. Ich gehe auch nicht zum Zahnarzt, um eine Füllung zu bekommen. Ich gehe dahin, nur um Liebe auszutauschen und Und wenn uns bewusst wird, dass das der wichtigste Job ist, dann können wir den anderen Kram ja auch gehen lassen. Ich meine, wie schön ist das Leben, wenn ich höre, der wichtigste Job ist, Freude zu verbreiten und Liebe, anstatt meine To-Do-Liste abzuarbeiten. Ja, genau. Weil das ist eigentlich meine To-Do-Liste, ne? Das ist meine To-Do-Liste. Freude haben und lieben. Oh mein Gott. Die göttliche To-Do-Liste. Die ist wirklich die Schablone. Ja, man kann das wirklich so sehen, diese Schablone oder dieser Filter über dieser weltlichen, ja. Das hier ist unser Hintergrund, ja, der auch wirklich gebraucht wird und genutzt wird, aber eben der erst wirklich seinen wahren Sinn erhält durch diese Schablone, die da drunter ist oder drüber, wie auch, ne, von welcher Perspektive man es sehen möchte, die göttliche ist. Ja? Also wirklich die Erlaubnis, ja, die wir haben, allein durch unsere Existenz, unser Geliebtsein, ja? Sonst würden wir hier noch nicht mal als Traumfiguren miteinander kommunizieren. Ja? Wir existieren, das heißt, wir sind geliebt. Das ist eine Tatsache, da können wir uns natürlich dagegen wehren, ja, was wir ja auch immer wieder versuchen und deswegen tut es weh. Aber letzten Endes können wir uns einfach dieser Tatsache nur hingeben bei allem, was wir tun. Ja, okay, ich bin jetzt geliebt, okay, ich gehe jetzt einkaufen, ich meine, dass ich das nicht so mag, ja. Aber wenn ich wüsste, dass ich ewig bin und dass ich ewig geliebt bin, würde mir dann das Einkaufen noch irgendetwas ausmachen? Weißt du? Das relativiert alles. Die Wahrheit relativiert einfach alles. Und da immer wieder, oh, jetzt kommt die Sonne. Jetzt scheint sie wirklich gerade ins Gesicht. Wie herrlich ist das denn? Die Wahrheit. Ja, das meine ich mit Wundern, ja? Simultan kommt sie durch. Und sie relativiert sofort alles. Ja, sie lässt sofort ihr Licht scheinen und dann scheint das Licht durch alles. Weil alles ja nur genau darin ist. Es ist alles genauso erlaubt, ja, und gleichgültig erlaubt. Also das finde ich immer wieder also so stark und so powerful tatsächlich. Dass ich mir einfach wünsche, dass das so unsere Tage und unsere Zeit eigentlich viel mehr infiltriert. Ja. Und unsere Zeit darin viel mehr mariniert und sich darin so allmählich auflösen kann mit all den ganzen Widerständen und so weiter, die da auch erlaubt sind. Ja, nur wir erlauben sie dann wieder nicht. Ja, also das geht wirklich, das geht tief. Und wir können uns damit auch Zeit lassen, ja, und ins Entspannen. Ich bin sehr für Entspannung, ja, weil Entspannung ist etwas, was man nicht zeitgleich mit Angst haben kann. Das heißt, wenn man sich daran erinnert, dann kommt das Licht von selbst rein, weil man sich dann wieder ein Spalt öffnet und alles wärmer wird und weicher. Ja, das ist, finde ich, noch ein wichtiges Stichwort, was du gerade bringst, ne? Das einfach reinlassen. Also bei Wundern
denken wir ja auch oft, wir müssten da was tun. Oder ne, dieses Generelle, was wir in unserer Gesellschaft gelernt haben, mit dem wir müssen für Dinge arbeiten, das haben wir ja auch, das nehmen wir ja dann gerne in den spirituellen Bereich mit, wo wir dann denken, wir müssten erstmal genug Karma auflösen, genug meditieren, genug fasten, genug beten. Und wenn ich dich höre, dann klingt das nicht so. Ja, also ich muss schon sagen, für mich gibt es durchaus diese Momente, wo es sich auch wie ein Widerspruch anfühlt. Ja, wo ich das Gefühl habe, ja, ich muss jetzt unbedingt meditieren oder in die Stille gehen und so weiter. Ne? So geht das nicht weiter. Und es ist für mich aber völlig klar, dass das eins ist. Ja, dass es nicht sein kann, ist, dass irgendwo ein Widerspruch besteht, der muss in meinem Denken liegen. Und der Moment, in dem ich den Widerspruch einfach sehe, ja, da bin ich ja schon nicht mehr auf dieser gleichen Ebene. Und mich da einfach hinzugeben, sagen, ja, okay, ich nehme jetzt gerade irgendwie einen Widerspruch wahr. Kann das sein? Ja, und in der Frage, also öffne ich mich einfach ja schon für eine Antwort, die vielleicht das ganze Gegenteil von dem beinhaltet, was ich jetzt gerade für wahr halte. Ja? Und das ist das Einzige, was für mich, also ne, auch wenn wir sagen, Wunder wirken, das klingt, wie du schon sagst, fast so, als müssten wir da etwas tun, als müssten wir wirken. Und je nachdem, wie man dieses Wort nimmt, es ist wirklich einfach, etwas durch uns wirken zu lassen. Ja, und dieses Wirken lassen, diese Bereitschaft dafür, die ist das Einzige, was wir wirklich tun. Ja, dieses Öffnen, deswegen sage ich das so gerne, weil das war für mich eine absolute, das war ein Moment von totaler Tiefe für mich, als ich erkannt habe, dass Geben Empfangen ist, also wirklich, dass wir unser Empfangen geben. Dass wir das Einzige, was wir wirklich tun sollen, ist das. Das ist unser Tun, unser Empfangen. Ja, wir geben unser Öffnen, wir geben unsere Bereitschaft, mit dem, was wir gerade für wahr halten, Unrecht zu haben. Einfach, weil es sich blöd anfühlt. Und weil ich nochmal gucken kann, ob und wie lange ich mich jetzt eigentlich blöd fühlen möchte. Ja? Und mich einfach dafür zu öffnen, dass das ganz, ganz liebevoll und sanft und so, wie ich bereit dafür bin, sich etwas in mir ausbreiten kann, das mir von der Wahrheit erzählt. Das ist eigentlich alles, was ich tun muss, ja? Mich entspannen. Und entspannen tun wir ja alle irgendwie gerne, oder? Ja, das klingt nicht so anstrengend. Also mir kam dann gerade noch, ich glaube, was vielleicht der Unterschied ist, ne, wir müssen nicht, damit Wunder möglich werden oder damit wir die Liebe finden, genug meditieren oder irgendwas tun, sondern wir gehen halt einfach in die Meditation, um uns zu öffnen. Ne, aber genau. Es ist schon vorhanden. Genau, und die Meditation ist einfach nur ein Mittel. Ne? Und es gibt unendlich viele Wege, sich dem zu öffnen. Ne? Also wenn man einen Satz sagt, ja, der für einen irgendwie eine Öffnung symbolisiert oder einfach ins Licht schaut oder lächelt oder sich von jemandem anlächeln lässt oder was auch immer oder vielleicht einfach mal die Arme ausbreitet. Ja? Das kann man wirklich mitten in jeder Tätigkeit machen, einfach für sich zu symbolisieren, oh, ich möchte mich eigentlich entspannt fühlen. Ich möchte mich eigentlich entspannen. Dieses Ich möchte, ja, das ist dann sofort, was auch beantwortet wird. In dem Moment. Ich höre da auch eine Ermutigung, dass immer, wenn wir in Kommunikation gehen, dass immer, wenn wir eine Bitte äußern, da auch eine Antwort kommt. Genau. Und wirklich eine offene Kommunikation, ne? So wie mit Gott, so halt auch mit jedem anderen, ja, also wirklich zu bemerken, okay, wo habe ich vielleicht eine andere Meinung, wo möchte ich Recht haben oder worum geht es hier eigentlich? diese Kommunikation wirklich offen sein zu lassen,
Ja, so diese Offenheit und diese Erlaubnis für alles, was sich mir zeigt, das ist das Entspannende. Weil da kann ich, wenn ich weiß, auf welchem Grund und Boden ich stehe, ja, kann ich ja vollkommen entspannt mit all dem sein, was sich mir so zeigt. Und dieser Grund und Boden ist diese ewige Liebe, die bedingungslos ist und die nicht wegzudiskutieren ist. Ja, das finde ich auch noch sehr schön. Genau. Wir können ja nichts tun. Wir können nichts dagegen tun und wir kommen aus dieser Liebe nicht raus. Und wir haben immer diese Angst, dass wir, ja, oder diese tiefe Überzeugung, nicht liebenswert zu sein. Und wir können überhaupt nichts tun, um nicht liebenswert zu sein. Das ist gar nicht möglich. Ja. Exakt. Und das ist eine ganz, ganz, ganz tiefe Erkenntnis. Und wenn die von hier wirklich im Herzen angekommen ist, ja, wirklich in allem, in unserem ganzen Sein, ja, wenn es dann wirklich Klick macht, dass es wirklich so ist, dass wir uns so fühlen, das ist auch etwas, worüber ich in dem Video von heute spreche, ja, dass es wirklich darum geht, etwas so zu fühlen, wie ich hier auch fühle, dass etwas eine Tatsache ist. Und zwar das von Gott zu denken, ja, das von Gott zu fühlen. Diese Tatsache wirklich mal für einen Augenblick wirklich als wahr zu fühlen. Und in dem Moment weiß ich, dass das der Felsen ist. Ja? Das ist etwas, was ich nicht hier weiß. Das ist etwas, dieses Wissen, das haben wir immer noch. Ne? Das ist das, woran wir uns erinnern dürfen und sollen. Es ist wirklich diese Bewusstheit geht, dass wir immer noch in Gott sind, dass wir immer noch auf diesem Fundament stehen, dass wir da unsere Füße haben und von da aus können wir uns all das anschauen und können wirklich alles so lassen, wie es ist. Und dann bekommen wir die richtigen Impulse, ja, so was dann vielleicht wieder wie ein Tun aussieht oder wie ein Sagen oder so. Aber es geht eigentlich darum, in diesem Gefühl, in dieser Achse mit dem zu sein, was allgemeingültig für jeden stimmt. Und das kann ich fühlen, das kann ich dann auch in jedem fühlen. Und wenn wir uns da wirklich verankern und wenn wir uns da auch irgendwie einig sind, ja, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, wow, wow. Was für eine Welt, ja? Was für eine glückliche Welt in dem Moment. Ja, du machst mir gerade auch noch mal klar, noch mal mehr klar, also als du gerade sagtest, ne, dann kann ich die Dinge einfach so lassen. Und das ist bei diesem, ich kann die Dinge so lassen, einfach darum geht, mich nicht davon ablenken zu lassen, mich zu öffnen für die Führung. Das war der Gedanke, der gerade kam. Da bin ich dir gerade nochmal sehr dankbar. Danke. Ja. Genau. Ja, solange ich meine, ich muss was im Außen ändern, bin ich nicht offen für die Führung. Und das heißt nicht, dass die Führung sagt, alles muss so bleiben, wie es ist, aber ich verpasse die Inspiration, um wirklich hilfreich zu sein. Ja, genau. Oh, danke. Danke. Mir liegt noch auf der Zunge, Anja, was ist, wenn jemand sagt, ja, ich möchte diese Liebe und diese Führung auch erleben und ich habe das noch nie gespürt. Hast du dann einen Tipp, wie komme ich da hin? Ja, also das Interessante ist, natürlich höre ich den Satz häufiger. Und ich mache eigentlich immer das Gleiche dann, ja, vielleicht mit unterschiedlichen Worten. Und es gibt eine einzige Person von all denjenigen, mit denen ich das gemacht habe, die gesagt hat, ja, ich spüre vielleicht ein bisschen was, aber ich bin mir nicht sicher. Und alle anderen haben gesagt, was ist das? So einfach ist das? Ja, jetzt spüre ich es auch. Und das ist einfach etwas, was ich für mich rausgefunden habe.
Es geht wirklich darum, letzten Endes genau das, worüber wir schon gesprochen haben. Wenn ich sage, ich spüre das nicht, ja, dann ist das, na, das kennen wir ja auch aus anderen Lehren und auch aus der Wissenschaft, dann ist es ja etwas, was jetzt gerade in diesem Moment für mich eine Wahrheit ist. Und es geht darum zu sagen, okay, eigentlich möchte ich ja damit sagen, ich möchte das aber anders. Ich möchte das aber anders fühlen. Ja? Und in dem Moment, in dem ich es schon sage und denke und mich körperlich wirklich dafür entspanne, mich körperlich wirklich dafür öffne. Und da sage ich ganz häufig hier, wenn du kannst, breite mal deine Arme aus, relax total, mach deinen ganzen Körper völlig, völlig weich und hingebungsvoll und atme und öffne dich einfach für die Präsenz Gottes, die ganze Zeit in dir ist, weil du ohne sie kein Bewusstsein hättest. Du wärst nicht existent, du weißt aber, dass du existierst, oder? Das spürst du. Also gib dich dem einfach mal hin, dass es so ist, und damit gibst du dich der bedingungslosen Liebe Gottes hin, sonst würdest du nicht existieren. Er hat dich in die Existenz geliebt. Und aus dieser Präsenz, und alle berichten dann auch sofort, oh ja, ich kann was spüren. Ne? Und aus dieser Präsenz, dreh dich um und schau doch einfach jetzt mal das an, beispielsweise diesen Satz, ich spüre die Führung nicht. Wo kannst du das körperlich fühlen? Und dann gehst du vielleicht an diese Stelle mit dieser Präsenz, in der du das, die du jetzt spürst, diese bedingungslose Liebe, und sei es nur eine Vorstellung, ja, die reicht völlig aus. Und mit diesem Licht leuchtest du auf diese Stelle und machst dich ganz weit dafür. Du erlaubst sie, statt dagegen zu sein. Du machst dich völlig weich und weit dafür und alles öffnet sich. Und dann kommt all das, was vorher in einer Kiste zusammengestaut war, dann darf das raus und darf sich öffnen. Und ja, es kann dann, ne, dann können diese Entspannungsschmerzen kommen und so weiter. Und wir machen uns immer mehr auch für diese Entspannungsschmerzen auf und weich und weit, weil, das sage ich immer sehr gerne, stell dir vor, du bist das Universum, du bist das Weltall und diese ganzen Blockaden sind Planeten. Das heißt, wenn all diese Planeten dann irgendwann weg sind, ja, du bist immer noch das Weltall. Ja? Du bist ewiger als aller Schmerz. Und in dieser Ewigkeit, in diesem Gefühl von, ah ja, okay, stimmt ja, ich bin ja ewig, ja, ich bin ewiger als all das, was sich mir jetzt vielleicht zeigt, in dieser Entspannung kann ich das einfach sein lassen. Und es macht exakt immer das, wofür es da ist. Es möchte sich ja auflösen. Es möchte ja wieder ins Licht zurück. Es möchte ja einfach nur, dass du sagst, hey, ach so, du bist das. Dich habe ich irgendwann mal hier reingeholt und dann wollte ich nichts mehr mit dir zu tun haben. Ah, okay, hey, hallo, willkommen, da bist du wieder. Okay. Wow, ach und übrigens, ich bin das Weltall. Schön, dich kennenzulernen. Ja, und letzten Endes sage ich, hey, wow, ich bin Gott. Ja, und du bist ein Gedanke, du bist eine Idee von mir, aus meinem Geist. Da ist überhaupt nichts Schlimmes dabei, das ist von mir. Ja, da ist nichts, was mich bedrohen kann. Es ist völlig harmlos. Und wenn ich das als das wieder sehe, geht es wirklich, es schmilzt wirklich, ja, wie die Butter in der Sonne. Und es ist immer wieder die Erfahrung, dass von der alle berichten, oh mein Gott, ne? Und dann wollen vielleicht noch alle möglichen anderen Dinge gesehen werden. Und wir sind einfach dann zusammen in dieser Präsenz und es geht auf und Dinge heilen und Dinge passieren, ja, die Wunder, von denen wir gerade auch gesprochen haben, wovon sie mir dann hinterher berichten, es passiert so viel in diesem einen Moment, sich komplett aufzumachen für all das, wofür man sich vorher verschlossen hat. Weil wir damit wirklich Gott ausdrücken. Mit dieser Erlaubnis, mit dieser Entspannung drücken wir Gott aus. Das ist alles. Und es ist so wunderschön und ich mache nichts lieber, ich sage das wirklich jedem, ich tue nichts lieber, als Menschen darin zu begleiten, ja, weil es wirklich für mich immer wieder eine unglaubliche Freude ist, es bei mir zu bemerken. Und natürlich passiert mit mir auch was, ja, weil das sind ja unser aller
Blockaden, ne, die wir da anschauen dürfen. Und das ist für mich wirklich mein Lebenssinn, das ist mein Lebenszweck, egal was ich sonst noch tue, ja, hier im Außen. Aber das ist wirklich der Lebenszweck für mich, von dem ich weiß, der verlässt mich nicht. Und den tue ich hier, solange ich hier einen Atemzug tue. Geht nicht anders, es erfüllt mich so sehr. Diese Wirkung, ja, diese Wirkung ist immer wieder dieser Moment, wo wir merken, oh mein Gott, es ist so einfach. Es ist so einfach. Es ist vielleicht manchmal nicht leicht, ja, aber es ist so einfach, dass das Ego-Denksystem, das natürlich nicht versteht, weil das Ego-Denksystem ist nicht auf Einfachheit gebaut, ja. Ja, das Ego versucht uns ja immer weiß zu machen, alles sei kompliziert und komplex und würde ewig dauern und sei nur für die ganz besonders Schlauen und die schon ganz viel gemacht haben, die verstehen das dann vielleicht irgendwann, ja. Genau, ja. Genau. Und ja. Das Ego ist von uns, ja, das Ego ist komplett von uns und wir können uns dem auch hingeben, ja, das ist nichts, was schuldig ist, es ist nichts, was schlimm ist, es ist vollkommen unschuldig und es ist eine Idee, es ist eine Software, ja, die wir selber uns quasi eingeschoben haben. Es ist ein Spielzeug. Wir haben nur vergessen, dass wir eigentlich die ganze Zeit damit spielen. Ja, so wie der Zauberlehrling, dem dann die Dinge dann über den Kopf wachsen. Ja. Genau. Ja. Ja, danke für diese schöne Erinnerung. Ich merke jetzt, ich habe schon Schwierigkeiten, dir noch irgendwelche geistreichen Fragen zu stellen, weil es in mir so arbeitet durch all die Dinge, die du gesagt hast. Ganz, ganz herzlichen Dank. Danke dir. Du bist eine wunderbare Interviewerin, habe ich bemerkt. Ja, danke schön. Macht wirklich, wirklich Freude. Und ich bemerke, dass du da wirklich, wirklich dich voll da eintunst. Das ist ein schönes Gefühl. Danke. Ja, ich finde das auch schön. Ich glaube, wir sind auch am hilfreichsten und da kommt am meisten rüber, wenn wir uns einfach auf einen gemeinsamen Prozess einlassen und sagen, okay, wir starten mal mit einer Frage und dann gucken wir einfach, was sich entwickelt. Ne? Genau. Und das ist ja auch wieder das Wunder. Wir haben uns hier heute verabredet und wussten ja vorher auch nicht, genau, welche Worte kommen würden und du hattest einfach so schön die Intention gesetzt, Kanal zu sein für das göttliche Wirken. Ja, wunderbar. Und wir können uns noch auf ein bisschen mehr Zeit mit dir freuen, denn du gibst noch einen Workshop im Rahmen dieser Konferenz. Möchtest du dazu noch was sagen? Das überrascht mich jetzt gerade. Hatten wir das noch nicht abgesprochen? Aber wenn du das sagst, dann werde ich das wohl tun. Okay, gut. Also Anja gibt einen Workshop. Vielen Dank, Anja. Ja, und letzten Endes geht das in allen meinen Workshops um genau das, worüber wir gerade gesprochen haben. Ja, um wirklich zu bemerken, wo bin ich gerade noch echt unentspannt, ohne das vielleicht sogar zu wissen. Und mich für Liebe ist fast auch schon abgedroschen, ja, aber für dieses Einheitsgefühl, ja, für diesen Einheitszustand wieder zu öffnen. Und das ist auch der Grund, warum ich nicht mehr, also auf meiner Webseite gerade das Wort Workshops durch Übungstreffen ersetzt habe, weil es für mich viel treffender ist, weil wir alle einfach miteinander üben. Ja, und das eigentlich nichts mit Arbeit zu tun hat, sondern wirklich mit Freude und mit Entspannung. Und Ach, das klingt einfach göttlich. Freude, ja, genau. Entspannung. Sehr gut. Ja. Ja. Schön. Dann bin ich schon voller Vorfreude auf auf das Übungstreffen mit dir. Ich auch. Und wünsche dir erstmal noch einen Tag weiter im Flow und mit Wundern und bis ganz bald, liebe Anja. Das wünsche ich dir auch.
Bis Tschüss. gleich, bis jetzt. Dankeschön. Juhu, lasst uns entspannen. Tschüss. Tschüss.